Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily und hier Jana ist Marc Hagenbeck und ich bin der Sascha. Schönen und wir Tag. Präsentieren heute den 31. Mai, heute ist der 31. Mai und wer hat heute Geburtstag? Marco Reus hat heute Geburtstag. Bravo, wir gratulieren bravo, recht herzlich, Marco. Ja. Großer Pechvogel im Fußball meiner Meinung nach, ja, wäre auch 2014 Weltmeister geworden, aber kurz vor knapp, zacki, nochmal verletzt. Ständig verletzt gewesen, eigentlich in meiner Erinnerung. Von daher ein großer auch. Fußballer, ja. Aber ja. Immer Pech gehabt. Ja, das ist echt schade, also genau. Dramatisch. Ja. Das ist ja scheißegal, oder was? Mhm. Ja, stimmt. Ja. Also noch am 31. Mai gewesen. Auf der Autobahn A2 in der Schweiz ereignete sich um 6.45 Uhr in Gutnella, das liegt im Uri, ein Feldsturz. Ja, genau. Ein halbes Dutzend Feldbrocken fielen darunter und von jeweils 10 Kubikmeter Größe, also richtig, richtig schwer im Brocken. Ja. Und es gab leider an diesem Tag auch 2 Tote. Also das, wenn man das sieht, was da für Urgewalten runtergekommen sind, also da hast du kaum eine Chance, wenn du da drunter bist. Das war am 31. Mai. Und am 31. Mai ist aber auch der Welt-Nichtrauchertag. Hey, ja. Rauchst du eigentlich? Du rauchst gar nicht. Ne? Nö, ich rauche nicht. Ne? Nee? Ich habe noch nie geraucht. Doch, ich habe mal. Ich habe mal im Vollsuff. Habe ich mal irgendwann mal an einer Zigarette von irgendeiner Perle gezogen, weil sie gesagt hat, mach doch mal, da können wir besser knutschen. Und dann habe ich mal dran gezogen und dann war gut und dann war gut. Also dann. Ach so, weil du dann ihren Gestank nicht mehr geschmeckt hast. Das war so ihr Gedanke, aber ist doch egal. Hat sich denn gelohnt? Langfristig nicht, kurzfristig ein bisschen. Du hast mal geraucht? Ich habe auch mal geraucht, ja. Ich habe mal und dann habe ich mir das jetzt vor 8, 9 Jahren habe ich mir das abgewöhnt. Ach, guck mal. Ja. Oh, der Herr standhaft. Der feine Herr, ne? Ja. Ach, der feine Herr ist nicht zu fein zum Rauchen. Ja. Ah. Und was war noch am 31. Mai? Ja, was soll er sonst noch gewesen sein? Natürlich Fußball-Weltmeisterschaft in Seoul. Ja, nicht nur in Seoul, sondern in Korea. Das Seoul ist ja die Hauptstadt, ne? Genau. Und Fußball-Weltmeisterschaft ist Endspiel ja über das ganze Land hat natürlich in Seoul stattgefunden. Ja, genau. In Korea und da Japan. Haben wir natürlich gegen Brasilien gespielt. Kannst du dich noch erinnern? Natürlich kann ich. Ich saß damals vom Fernseher und konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. Denn wir haben natürlich 2-0 gegen Brasilien verloren. Ja. Also mein Tag war gelaufen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Schreibt es mir in die Kommentare unten rein, wie es euch an diesem Tag ging, wo ihr an diesem Tag wart. Sagt dir der Name Ronaldo was? Natürlich Ronaldo, ja. Oder ja. So Namen wie. Warte mal. Rudi Völler. Das ist natürlich. Was war mit Rudi Völler 2002? Rudi Völler war Trainer. Ha, super! Respekt und Anerkennung. Und was war. Was denn? Achso, ja, genau. Ja, und was war mit Ronaldo? Der war. Der hatte Friseurtermin. 2002? Ja. Über welchen Ronaldo reden wir eigentlich gerade? Über den Ronaldo natürlich. Über den Ronaldo. Es gibt da also welchen. Nein, also es gibt mehrere mit so profan, ja, aber trotzdem. Wir wissen beide, über wen wir das reden. War doch diese Situation, wo ja, der Oli Kahn genau. Den Ball fallen gelassen ja, hat. Ja, wo er den Ball hat fallen lassen und Ronaldo. Und der Ronaldo hat ihn reingemacht. Aber der brasilianische Ronaldo, nicht der Cristiano Ronaldo. Richtig, der brasilianische. Also ehrlich, das war der 31. Mai. Ja. Ihr habt viel gelernt, er hat es jetzt mal gehört, hat aber sich nichts behalten wahrscheinlich. Ja, ist ja auch egal, stimmt. Kann das ja noch mehrmals gucken, das Video jetzt. Und dann sehen wir weiter. Ja, wenn ihr mal einen Kurs braucht, selbstsicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit, ruft mich gerne mal an. Ich erkläre euch alles. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Tschüssikowski.